Großbritannien hat schon am 19. Juli den Tag der Freiheit gefeiert, auf Englisch Freedom Day. Die Maskenpflicht gibt es nicht mehr, Nachtclubs sind wieder geöffnet, große Veranstaltungen erlaubt. Frau Wissler, was sagen Sie diesem Bürger? Sind Sie auch für einen Freedom Day, wo die Gängelung aufhört, so wie er es sieht? Nein, und wir sehen ja auch in Großbritannien, wo das hingeführt hat. Ich bin dafür, dass man schrittweise Dinge öffnet und nicht auf einmal und dann schaut, was passiert. Und die Frage, wann ist die Pandemie vorbei, ist natürlich auch eine Frage. Wir haben jetzt sehr viel über Deutschland gesprochen, über die Impfquote in Deutschland. Aber eine weltweite Pandemie muss man natürlich auch global bekämpfen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass in Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent, die Impfquote bei ja, unter 5% liegt, dass auf dem ganzen afrikanischen Kontinent weniger Menschen geimpft sind als hier in Deutschland, dann ist das natürlich ein riesiges Problem, dass wenn hier alle geimpft sind, aber das Virus sich weiter verbreitet und eben auch Mutationen entstehen können, die am Ende impfresistent sind, dass das dazu führen kann, dass eben das Virus hierher zurückkommt. Und deswegen ist es so wichtig, eben auch über die Grenzen hinauszuschauen und zu sagen, ähnlich wie beim Klimawandel, eine weltweite Pandemie lässt sich nicht alleine national bekämpfen. Und ich will nur auf eines noch aufmerksam machen, das ist eben wirklich die Frage von Long-Covid, von den Menschen, die wirklich lange auch Schäden haben durch das Virus. Um die müssen wir uns kümmern. Das Gesundheitssystem ist nicht vorbereitet darauf. Und das sind eben auch Menschen, auch Kinder, die daran erkranken können. Von daher halte ich nichts von einem Freedom Day, sondern ich bin der Meinung, wir müssen jetzt die schützen, für die es kein Impfangebot gibt. Und deswegen bin ich vollkommen dagegen, dass es jetzt zu einer ja, Durchseuchung von Kindern und Jugendlichen kommt, sondern da müssen wir jetzt Solidarität mit denen üben, die so viel Einschränkungen hatten und die Kinder und Jugendlichen schützen. Weil auch wenn sie vielleicht keinen schweren Verlauf haben, dann gibt es eben trotzdem eben die Möglichkeit von Long-Covid. Und wir wissen aus den USA, dass auch Kinder an Covid sterben und die müssen wir jetzt schützen. Darf ich, weil wir nicht alle Themen heute streifen können. Sie bitten, in ein paar Positionen mit Ja oder Nein zu antworten, damit wir sehen, wo Sie stehen. Querdenker vom Verfassungsschutz beobachten lassen? Naja, wir haben ja unsere Probleme mit dem Verfassungsschutz. Also ja, Sie wollen ihn abschaffen, nein. Deswegen. Ja, das kommt dann nicht hin. Die Maskenpflicht, das wäre meine letzte Ja-Nein-Frage, generell aufheben, Ja oder Nein? Ja. Nein. Frau von Storch, Sie sind gegen das Tragen der Maske als AfD? Sind Sie auch gegen das Testen? Wir sind für den Schutz der Risikogruppen. Ganz kurz, sind Sie gegen die Maskenpflicht, das haben wir festgestellt, sind Sie gegen das Testen als Voraussetzung, zum Beispiel irgendwo reinzukommen? Um in den Supermarkt hineinzukommen, ja. Um Pflegeheime zu schützen, mag das Sinn machen. Und natürlich gibt es darüber wissenschaftliche Erkenntnisse. Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, dass Masken vor Infektionen schützen, dass Abstand halten vor Infektionen schützt und auch, dass die Impfung vor Infektionen schützt und auch, dass es sinnvoll ist, Menschen zu testen, weil man damit eben rausbekommen kann, ob jemand infiziert ist oder nicht. Also diese Erkenntnisse gibt es. Das ist nicht richtig, was Frau von Storch da gerade sagte. Und natürlich muss man jetzt im Einzelfall abwägen. Und ich sage jetzt mal, nehmen wir die Maskenpflicht. Ich bin der Auffassung, das sage ich jetzt als Juristin, die Maskenpflicht ist ein relativ milder Eingriff in Grundrechte. Ich wäre immer der Auffassung, dass die Pflicht im Supermarkt eine Maske zu tragen, dass es ein sehr milder Eingriff ist und da ist die Hürde nicht besonders hoch. Deswegen bin ich auch dafür, dass das erhalten bleibt. Eine ähnliche Regelung gilt meinetwegen für Abstand halten. Das finde ich auch vollkommen klar und Ähnliches finde ich gilt für mich auch für die Frage, Tests vorzulegen. Gerade wenn man jetzt sagt, Menschen, die ich sag mal in Altenheime gehen, in Pflegeheimen arbeiten, an diesen Stellen ist es meiner Ansicht nach dringend erforderlich, dass es eine klare Testpflicht gibt. Was das Impfen angeht, bin ich der Auffassung, und das sieht auch meine Partei so, dass es gut ist, geimpft zu werden. Ich bin selber auch geimpft, aber es ist, nein, wir sind gegen eine Impfpflicht.